Hallo meine Lieben, muss die Geschichte der Menschheit neu geschrieben werden? Oder existierte viel eher eine andere, fortschrittliche Zivilisation auf der Erde? Zu einer Zeit vor dem Ereignis, welches als die große Flut bezeichnet wird, als der Mensch noch in Höhlen lebte? Warum diese Frage mit Ja beantwortet werden muss und vieles mehr, seht ihr wie immer nach dem Intro. Die Sintflut. In etlichen mythologischen Erzählungen antiker Kulturen ist sie ein zentraler Bestandteil. Die Auslöschung des größten Teils der Menschheit. Eine verheerende Katastrophe. Riesige Wassermengen, die Städte und Dörfer wegspülten. Ist den meisten dieses Ereignis aus der Bibel bekannt, ist der Bericht der Sintflut weitaus älter. Bevor die große Flut Einzug ins Alte Testament fand, beschrieben schon etliche andere alte Kulturen dieses Ereignis. Die Sumerer im Atrahasis-Epos, die Babylonier im Gilgamesch-Epos und auch die alten Griechen wussten schon um diese ausufernde Katastrophe. Wann genau das Ereignis, das wir als die Sintflut kennen, über die Erde kam, lässt sich nur schwer ermitteln. Basieren die Berichte der alten Sumerer auf viel ältere Erzählungen? Haben sie die Beschreibungen einer weltumspannenden Katastrophe auch nur übernommen, so wie es die Christen in ihrer Bibel von ihnen übernommen hatten? Die Frage nach dem Wann geht einher mit der nach der Zivilisation, die davor lebte, vor der Auslöschung fast allen Lebens auf der Erde. Wenn es eine solche Flut gab, wer waren dann die Menschen, die vor dieser lebten? In Fachkreisen werden die Menschen, die vor der Sintflut lebten, als die Antediluvians bezeichnet. Zwar ist dieser Begriff im Englischen weitaus gebräuchlicher, doch beschreibt dieser Begriff auch hierzulande diese mysteriöse Zivilisation. Ein Volk, das in etlichen Schriften so ganz anders beschrieben wird, als dass wir sie noch als Menschen bezeichnen könnten. In einer Zeit, als die Erde noch viel lebensunfreundlicher zu sein schien, als sie es heute ist. So spricht die Bibel zum Beispiel von einer Ära großer Bosheit. Auf der Erde wandelten die Giborim, Kreaturen, die allgemeinüblich als Riesen bezeichnet werden. Und auch die Nephilim sollen sich auf dem jungen Planeten niedergelassen haben. Wesen, die aus der Kreuzung zwischen dem frühen Menschen und den Göttern entstanden sein sollen. Bibelforscher gehen gar davon aus, dass die Giborim und die Nephilim ein und dieselben Wesen waren. In der Genesis werden sie als mächtige Männer beschrieben, von denen man auf der ganzen Welt Ehrfurcht besaß. Sind sie die Antediluvians? Gibt es Beweise, die darauf hindeuten, dass eine weit fortgeschrittene Zivilisation auf Erden wandelte, weit vor der Existenz der Menschheit, so wie wir sie heute kennen? Auf der Suche nach Antworten, wer wirklich diese Wesen waren, die vor der Flut lebten, müssen wir den möglichen Zeitpunkt dieser großen Katastrophe kennen. Forscher dieser Welt sind sich im Allgemeinen einig, dass es vor 9400 Jahren eine Erwärmungsphase der Erde gegeben hat. Ein Ansturm von Meerwasser aus dem Mittelmeer brachte das Schwarze Meer zum Überlaufen. Diese Flut aus dem damaligen Süßwassersee verwandelte die Gebiete um das Schwarze Meer herum schnell in eine lebensfeindliche Umgebung. Ist das die Zeit der großen Bosheit aus der Bibel? Theorien deuten darauf hin, dass das Schwarze Meer bis zu 60 Meter angestiegen ist. Die Folge waren etliche überschwemmte Dörfer, ein Szenario, das durchaus regional begrenzt als große Flut hätte beschrieben werden können. Eine weitere These aus dem Jahr 1993 geht noch weiter. Ehemalige Küstenlinien in dem Gebiet zeigten gar eine ursprüngliche Tiefe von bis zu 120 Metern. Die überfluteten Regionen seien dabei voller landwirtschaftlicher Siedlungen gewesen. Eine große Überschwemmung hätten dabei 100.000 Quadratkilometer Land unter Wasser gesetzt. War dieses Ereignis um 7400 vor Christus das, was die damaligen Menschen als Sintflut beschrieben? Vor 9400 Jahren befanden wir uns laut offizieller Geschichtsschreibung im präkeramischen Neolithikum, der Jungsteinzeit. Die früheste erste Kultur, eine Hochzivilisation, ist laut der Archäologie erst viel später auszumachen. Die Sumerer lebten in der Oberi-Zeit, frühestens 5500 vor Christus. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass die alte mesopotamische Kultur erst um 2900 vor Christus ihren Anfang fand. Die Menschen Sumers entwickelten dabei Technologie, die wir auch heute noch nutzen.
Sie waren die ersten, die begannen, Kupfer zu verarbeiten. Sie erfanden die Zeit in Form von Kalendern und Tagesabschnitten, entwickelten Gesetzestexte, bauten Segelboote, führten das erste Zahlensystem ein und erfanden das Rad. Die Entwicklung der Schrift, die der Keilschrift, die die Vorlage aller heutigen europäischen Schriften bildet, machte das Volk der Sumerer einzigartig zu ihrer Zeit. So heißt es zumindest in den zahlreichen Studien über die alte Kultur der Sumerer. Doch kann es sein, dass dieses Wissen schon viel früher entstand? Waren die Sumerer nur diejenigen, die sich als erstes nach einer großen Flut erholten? Tausende Jahre nach einer riesigen Überschwemmung, in dem Gebiet, in dem es 6600 Jahre zuvor schon einmal eine Kultur gab, eine vorsintflutliche Superzivilisation. Die berühmten Anlagen in Stonehenge sind ein Meisterwerk der Steinzeit. Rund 4000 Jahre alt geht das monolithische Bauwerk einher mit den meisten Datierungen über die sumerische Kultur. Doch ist die alte Kulturstätte weit weg von dem Ort, den wir als die Wiege der Zivilisation bezeichnen würden. Zudem viel zu jung, um in die Zeit vor der Sintflut zu blicken. Schließlich soll sich diese vor bereits 9400 Jahren ereignet haben. Es gibt nur einen Fund, der in diese Zeit reicht. Ein prähistorisches Gebiet, das die heutige Wissenschaft auf den Kopf stellt, bis zu 11.500 Jahre alt und damit erbaut weit vor der großen Überschwemmung. Die Zeit, in der es laut der Bibel heißt, die Giborim und Nephilim hätten die Erde beherrscht, eine vorsintflutliche Zivilisation, die Antediluvians. Sie erbauten das, was wir heute als Göbekli Tepe kennen, eine Kultstätte im Südosten der heutigen Türkei. Sie entstand zu einer Zeit, als der Mensch noch Jäger und Sammler war. Doch das kann nach unserer heutigen Geschichtsschreibung nicht sein. Diese lehrt uns, dass solche Anlagen erst erbaut worden sind, als die Menschheit sesshaft wurde und Ackerbau betrieb. Wer also sonst könnte dieses monumentale Bauwerk errichtet haben? Die Anzeichen dafür, dass eine frühe, wandernde Steinzeitkultur diese nicht hätte erbaut haben können, sind eindeutig. Archäologen der Cambridge University haben innerhalb Göbekli Tepe perfekte geometrische Strukturen ausmachen können. Etwas, das nur eine fortgeschrittene Kultur hätte zustande bringen können. Die breiten, ringförmigen Strukturen, von denen die größten einen Durchmesser von 20 Metern besaßen und aus bis zu 5,5 Meter hohen und bis zu 20 Tonnen schweren Steinpfeilern bestehen, sind zwar schon seit längerem bekannt, doch gingen bisher alle Forschenden davon aus, dass diese planlos nach und nach errichtet worden sind. Doch durch Computeranalysen der Baustrukturen fanden sie Beweise architektonischer Entwurfsprozesse. Drei der monumentalen Kreisstrukturen Göbekli Tepes weisen zusammenhängende geometrische Muster auf. Dies lässt nur einen Schluss zu. Es wurden geometrische Gesetzmäßigkeiten und gleiche Ausrichtungen beim Bau der Anlage im Vorhinein geplant. Besonders beachtenswert ist die Tatsache, dass die Zentren der drei Kreise bei ihrer Verbindung ein gleichseitiges Dreieck bilden. Demnach wurde die Anlage also nicht einfach nach und nach ergänzt, sondern von Anfang an mit Hilfe eines Entwurfs geplant. Göbekli Tepe ist so für viele der Beweis für eine vorsintflutliche Superzivilisation. Sie besaßen Fähigkeiten, die tausende Jahre vor denen der Sumerer entstanden. Zu einer Zeit, die von den meisten Forschern als vor der Flut beschrieben wird. Wer war diese alte Zivilisation, die das monumentale Bauwerk errichtete? Über die Erbauer ist recht wenig bekannt. Auf den alten Ruinen findet man reptilienartige Kreaturen, zur Steinzeit passende Flora und Fauna und gar das, was einige Experten als Dinosaurier interpretieren. Kurioserweise wird auch in der Bibel von dinosaurierähnelnden Kreaturen in der Zeit vor der Flut gesprochen. Wer sie wirklich waren, wissen wir nicht. Nur eines steht fest: Weit vor der Zeit, die alten Kulturen als vor der Sintflut beschreiben, gab es eine Zivilisation, wie sie erst tausende Jahre später wieder in Sumer entstanden ist. Zu einer Ära, als der Mensch sich noch in Höhlen verkroch und sich durch das Jagen und Sammeln auszeichnete. Die in der Bibel als Giborim und Nephilim bezeichnet werden, die Antediluvians. Muss die Geschichte der Menschheit vollkommen neu geschrieben werden, oder existierte vor tausenden von Jahren eine weitere, andere Zivilisation auf der Erde? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.